Mio führte sie zähsicher durch die Gänge und Mikoto, die noch immer einiges an Fragen hatte, folgte ihr. Für den Moment schwieg sie, auch schob sie alle Gedanken über Akasha und dem Kampf zwischen Konkira und Hatsumomo beiseite. Schließlich blieb Mio vor einem der Zimmer stehen. Ryota liegt in diesem Zimmer. Ah ja. Nochmal, danke. Die Klinke der Türe in der Hand hielt sie Mio noch einmal kurz zurück. Ich weiß, du bist eine schlechte Lügnerin, Mikoto, aber versuch Ryota möglichst nichts vom Vatikan und den Umständen zu erzählen, wenn es nicht zwingend nötig ist. Du würdest dir mehr kaputt machen, als es helfen will. Ich versuche es. Hier, Mio hat das ganze Big Game im Auge. Mikoto betrat das Zimmer leise, während Mio davor auf einem der für Besucher bereitgestellten Stühle Platz nahm. Ryota lag in einem der Betten. Die Ärzte hatten ihm einen Verband auf den Kopf sowie um eine seiner Hände gelegt. Außerdem konnte Mikoto eine leichte Schürfwunde auf seiner Wange erkennen. Sonst schien ihm nicht viel zu fehlen. Das Krankenhaus war vermutlich auch mehr eine Sicherheitsmaßnahme nach einer solchen Entführung. Als sie eintrat, hatte er die Augen noch geschlossen. Doch jetzt öffnete er sie. Seinem erstaunten Gesichtsausdruck zufolge hatte er wohl jemand anderen erwartet. Der Schrank neben seinem Bett stand noch offen und er war leer. Anscheinend war Mikoto schneller hier als seine Familie. Mikoto? Oh Mann, mit dir habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich dachte schon, mein Vater wäre schon hier. Deine Familie kam noch nicht? Er schüttelte den Kopf. Mein Vater ist heute nach Tokio gefahren. Die Polizei hatte ihn vor einer halben Stunde kontaktiert. Da war er auch schon auf dem Weg zurück nach Ishihara. Aber die Fahrt von Tokio dauert nun einmal etwas mehr als eine Stunde. Er konnte ja nicht wissen, was passiert. Er versuchte zu lächeln, und es wirkte etwas gekünstelt. Tut mir leid. Mikoto setzte sich auf einem Stuhl neben Ryotas Bett. Schon gut, ist ja nicht deine Schuld. Und jetzt haben wir etwas gemein. Wir sind beide mal entführt worden, Mikoto biss sich auf die Lippe. Aber was machst du denn eigentlich hier? Woher weißt du, was passiert ist? Mikoto zog ihr Handy und zeigte Ryota das Bild von ihm, das sie von Sebastian zugeschickt bekommen hatte. Sie wollten eigentlich etwas von mir und haben dich benutzt, um es zu bekommen. Also, es ist doch irgendwie meine Schuld. Sie senkte den Kopf. Tut mir leid. Für eine Weile war es still in dem Krankenhauszimmer. Dann seufzte Ryota leicht. Es ist trotzdem nicht deine Schuld, Mikoto. Aber sie haben dich wegen mir entführt. Wofür du nichts kannst, oder? Du hast diesen Idioten ja nicht befohlen, mich zu entführen, oder? Sie schüttelte den Kopf. Natürlich hatte sie das nicht. Und diesen blonden Ausländer haben die Polizisten ja bereits geschnappt. Diese andere Täterin werden sie sicherlich auch bald haben. Mikoto horchte auf. Andere Täterin? Es waren zwei. Konnte es sein, Sebastian war doch vom Vatikan, wie Jasmine. Hatte sie ihre Finger im Spiel gehabt? Wenn das so war, dann würde ihr Mikoto gehörig die Federn lesen. Ich weiß nicht, wie viele es waren, um ehrlich zu sein. Ich habe nur Bruchstücke einer Unterhaltung mitbekommen. Er deutete auf den Verband um seinen Kopf. Gehirnerschütterung, die haben mir einen ganz schönen Schlag versetzt. Haben noch immer massive Kopfschmerzen. Und ich war bewusstlos. Aber ich bin mir sicher, dass ich bei meinem Erwachen mindestens zwei verschiedene Stimmen gehört habe, die sich miteinander stritten. Mikoto nickte leicht. Zwei Stimmen also. Hier muss ja Jasmine gewesen sein, die haben sich ja gestritten. Eine der Stimmen verschwand und die andere Stimme gehörte definitiv dem Mann. Ich habe das allerdings auch schon alles der Polizei gesagt. Vielleicht finden sie ja irgendwelche Hinweise. DNA, Fingerabdrücke, so ein Kram. Er blickte für einen Moment aus dem Fenster und dann zurück zu Mikoto. Was wollten sie eigentlich von dir, Mikoto? Waren es die Leute, die dich entführt hatten?
Nein. Sie blieb ehrlich, ja. Sie wollte und konnte Ryota nicht einfach die Wahrheit erzählen, aber das hieß nicht, dass sie lügen musste. Vielleicht konnte sie Dinge einfach auslassen. Das war ja nicht gelogen, oder? Sie wollten ein uraltes Schwert von mir, das wohl sehr viel wert ist. Ein Schwert? Ein Familienerbstück oder was? Nicht ganz, aber ich habe durch mein Kendo-Training ein paar Übungsschwerter besessen. Eine Bekannte schenkte mir vor kurzem dann dieses Schwert. Und wie ich heute erfahren habe, ist es für einige Leute wohl verdammt viel wert. So, eine Antiquität also. Du hast erst heute erfahren, was es wert ist? Sie nickte langsam. Es gehörte wohl mal einer mächtigen Person und dieser Sebastian, dein Führer, wollte es aufgrund dieses Wertes wohl unbedingt haben. Ich habe ihn stehen gelassen. Das musst du unbedingt der Polizei sagen, Mikoto. Werde ich. Aber hey, dieses Schwert muss echt viel wert sein. Wenn das nicht Excalibur oder Muramase selbst ist, dann... Er grinste erneut, bevor er wieder ernst wurde. Du solltest das Schwert verkaufen oder verheimlichen, dass du es hast. Nicht, dass noch mehr solche Spinner auf die Idee kommen, deine Freunde zu entführen. Auch das werde ich. In diesem Moment trat Mio in das Zimmer ein und deutete Mikoto an, dass sie diese kurz sprechen wollte. Ich bin gleich wieder da, versprochen. Geh nur, mir geht es eh nicht so gut. Diese Kopfschmerzen vor dem Schlag, ich denke, dass ich versuchen werde, etwas zu schlafen. Aber ich würde mich freuen, wenn du mich morgen nochmal besuchen kommen könntest. Ich hasse Krankenhäuser. Die sind so sterbenslangweilig. Ich kann es nicht versprechen, Ryota, um ehrlich zu sein, als ich dieses Bild gesehen habe, habe ich etwas getan, das ich nicht hätte tun sollen. Ich bin zu dir gerannt, statt die Polizei zu rufen. Mein Vater würde heute Nacht noch sehr problematisch werden. Aber ich schaue, dass ich dir schreibe oder sogar anrufe, wenn dein Kopf mitmacht. Und außerdem, ich habe dir ja was versprochen. Mikoto kramte ihre Brieftasche hervor und reichte Ryota das Bild, das sie ihm am Nachmittag versprochen hatte. Oh, wow, du hast das Bild mitgebracht? Ich wollte verhindern, dass es zu einer solchen Entführung oder Ähnlichem kommt, weshalb ich dich heute Nachmittag vertröstet habe. Aber ich habe dich nicht belogen, Ryota. Nimm das Bild als Beweis dafür. Oh, wie süß. Und ich bin wirklich froh, dass ich dir genug bedeute, dass du Ärger mit deiner Familie riskierst, um mir zu Hilfe zu eilen. Es sagt mir, dass ich wirklich noch eine Chance bei dir habe. Nur solange du niemandem sonst dieses Bild zeigst. Versprochen. Und jetzt geh. Mio wartet schon auf dich. Gute Besserung, Ryota. Ja, das ist doch süß. Was ist denn plötzlich los, Mio? Tut mir leid, Mikoto. Meine Zeit ist begrenzt. Die Arbeit ruft. Was, du willst weg? Das geht nicht. Ich habe noch einige Fragen an dich. Warum hast du Megumi zurückgeholt? Wieso arbeiteten wir Senkenschaft für Kokura und nicht für dich? Und was war das Ding vorhin genau? Für all diese Fragen reicht meine Zeit nicht, Mikoto. Also, was davon ist das Wichtigste für dich? Der Rest muss eben auf ein anderes Mal verschoben werden. Okay, die anderen beiden Fragen mögen vielleicht eigentlich etwas wichtiger sein, doch vor allem will ich gerade nur eine Sache wirklich wissen. Was war das vorhin? Du meinst das Ding mit der Kutsche und der Sense? Ja, genau das Ding. Es war genau das, nach was es aussah, Mikoto. Du meinst, es ist der Tod. Auch Lady Death, Sensenmann oder Kuttenträger genannt. Es ist eigentlich weder männlich noch weiblich. Daher passen die Namen alle. Aber... Hör mal, Mikoto, wie Konkura auch, bin ich nur eine Wächterin. Ich führe jedoch keinen Tod aus, trotz meines Namens. Das war ja auch vorhin ein Themenpunkt, du erinnerst dich? Ganzer Monolog von mir. Aber auch wenn ich den Tod nicht ausführe, kann ich Leute auf die Liste des Todes setzen oder sie von hier nehmen. Es ist nicht garantiert, dass er mir gehorcht, aber für gewöhnlich arbeitet er mit mir. Man könnte sagen, er ist das klassische Bild des Todes der Menschheit.
nur real. Ich bin Zenkelscher, doch den Tod als Person habe ich noch nie gesehen, außer vorher. Das wundert mich nicht. Im Regelfall tritt der Tod auch nicht als Person auf. Menschen sterben, selbst bei Verbrechen, ohne dass es dabei einen Sensenmann benötigt. Er, der Kuttenträger, existiert für jene, die sich dem Tod verweigern. Sieh ihn als den Fährmann, der mir meine Ware bringt, wenn sie sich irgendwo verkeilt hat. Ui. Sind wir Senkenscher nicht diejenigen, welche die Seelen zum Rand geleiten? Richtig. Er kümmert sich auch nicht um die Geister, sondern die Menschen, die noch sehr am Leben hängen, dass sie den Punkt eines Geistes noch nicht erreicht haben. Effektiv gesehen sorgt er dafür, dass der Mensch, der sich weigert, trotzdem stirbt. Daraufhin beförderst du den widerspenstigen Geist zu mir. Und ich sorge dafür, dass ein neues Leben auf ihn wartet. Darum sagte ich, dass ich eigentlich eher Herrin der Schicksalsrede oder Herrin des Lebens heißen sollte. Mit dem Tod selbst hast du mehr zu tun als ich, obwohl der Tod für mich arbeitet. Crazy, crazy times, Mikoto. Und dieser Tod verfolgt also Leute, die sich einfach weigern, tot umzufallen. Soll das heißen, dass ich, wenn ich sterbe, einfach Nein sagen kann und weiterlebe, solange mich dieser Tod nicht erwischt? Mehr oder weniger. Es braucht schon ein wenig mehr, um ihm überhaupt entgehen zu können. So wie Hatsumomo oder Steve Steiner, die sich dem Tod verweigern. Moment mal, Hatsumomo und Steve sind tot? Mausetot, um genau zu sein. Hatsumomo von Rosebud starb im Fall Okazaki durch Kenji Okazakis Hand. Steve dagegen starb vor einigen Wochen in der Nacht einer Entführung. Er ist ein klassischer Tod, der durch seinen Willen und ein paar äußere Umstände den Tod entrann. Mikoto schluckte hart. Dann bestand kein Zweifel mehr. Steve hatte nicht nur Schwachsinn geredet, er hatte nicht nur halbtot ausgesehen. Er war wirklich bereits tot. Hatsumomo auch. Vielleicht schrecken sie deshalb auch nicht davor zurück, Mord als Mittel zum Zweck zu benutzen. Das konnte ihnen schon noch passieren. Wow. Können wir im Laufen reden? Es wird langsam wirklich knapp. Sie nickte und die beiden liefen in Richtung Ausgang. Mikoto warf noch einen kleinen Moment einen Blick in Richtung von Ryutas Zimmer und schwor sich morgen noch einmal herzukommen. Immerhin war es trotzdem indirekt ihre Schuld, dass er hier gelandet war. Aber wenn du so beschäftigt bist, Mio, vielleicht kann mir ja der Herr der Träume noch mehr erzählen. Könntest du mir verraten, wo ich ihn finden kann? Kyle Jade? Sein Sitz ist in Shizuoka, aber mehr werde ich dir momentan nicht über ihn erzählen, Mikoto. Ja, gut, Name und Ort reicht auch fast zum Finden. Das Amt des Herrn der Träume befindet sich in einer Übergangssituation. Ja. Er überträgt seine Macht Stück für Stück an seine Nachfolgerin, damit diese von ihr nicht vernichtet wird. Je weniger er dabei gestört wird, desto schneller haben wir wieder eine vollwertige Herrin der Träume. Und davon würden wir alle profitieren, Mikoto. Dieser Prozess kann noch eine Weile dauern, weshalb vor allem der Traumtänzer, so eine Art Schenkenscher für Träume, sich momentan um die Sicherheit der Traumwelt kümmert. Ah ja, Traumtänzer, da klingelt doch was, das ist doch das gecancelte Novel, glaube ich. Muss ich nochmal nachlesen. Und seine Möglichkeiten und Reichweite sind zwar unbestritten fantastisch für einen Menschen, aber weiter nicht so gut wie die des Herrn der Träume. Jede Ablenkung könnte fatal enden. Außerdem glaube ich, dass er Hatsumomo in Person nie getroffen hat. Oh, okay. Du kannst ihn gerne fragen, sobald er wieder ein normaler Magus ist und nicht mehr der Herr der Träume. Ich werde dir dann auch gerne seine Kontaktdaten geben. Aber im Moment, tut mir leid. Und Mikoto, mach dir nicht viele Gedanken um diese Fehde zwischen Hatsumomo und Konkyra. Sollen die beiden sich doch zerfetzen? Die Welt bekommt dann halt eine neue Herrin der Zeit, oder ist einer eigentlich schon tot als Momo los? Beides ist nicht fatal für uns. Was ist mit Akasha, dem Ende der Welt? Wir wissen nicht, ob Hatsumomo oder Konkyra daran beteiligt sind, Mikoto. Und erst recht nicht, ob es überhaupt zu einem Ende der Zeit kommen wird. Die Auftauchung ist kein Garant für einen Untergang, nur eine mögliche Eventualität. So, damit ist meine Zeit aber wirklich um. Manchmal wäre ich wirklich lieber die Herrin der Zeit, das sage ich dir. Sie öffnete die Tür in ihre Limousine und stieg ein. Ich mache mir dennoch Sorgen darüber.
Wenn die beiden miteinander kämpfen würden, dann wäre das fatal, oder? Die Herrin der Zeit und eine Göttin, was für Mächte würden da entfesselt werden? Nicht genug, um die Welt zu zerstören, Mikoto. Und Tatsumo kann als Magierin auch Schutzfelder errichten, um Menschen vor Schaden zu bewahren. Wenn sie das tun will. Stimmt, so etwas geschah bereits bei der Armee der Toten. Gute Nacht, Mikoto, und zerbrich dir nicht den Kopf über Dinge, die du nicht ändern kannst. Sie verabschiedete sich von der Herrin des Todes und bedankte sich dabei noch einmal für die Rettung Ryotas. Dann fuhr die Limousine und ließ Mikoto alleine zurück, in der Nacht vorm Krankenhaus. Vielleicht nicht wissend, aber zumindest ein wenig schlauer. Mikoto seufzte einmal und ertappte sich dabei, wie sie ein wenig lächeln musste. Trotz allem war es doch ganz gut ausgegangen. Ryota war in Sicherheit, vielleicht auch wohl mit Schrammen. Sie hatte die Herrin des Todes kennengelernt und... Da ist er. Ein eiskalter Schauer lief über ihren Rücken. Als hinter ihr eine Stimme ertönte. Jene unwirkliche Stimme, die mehr in ihrem Kopf zu existieren schien, als in der Wirklichkeit. Hinter ihr stand der Kuttenträger. Okay. Alles klar. Seine Stimme klang erneut unwirklich in ihrem Kopf. Das heißt... Mikoto stammelte, nicht fähig, ihren Satz zu beenden. Das heißt nichts Gutes. Oh. Ja, das klang jetzt nicht so positiv. Und damit sind wir am Ende der Akte angekommen. Das Phantom am Ende der Zeit. Oh, das Phantom am Ende der Zeit. Okay, ja. Ja, jetzt klingelt auch mehr bei dem Ganzen. Und ja, ich stelle mir den Kamazu von Natsumomo und Konkyra eher so ausmäßig vor wie in One Piece, wenn zwei... Kaiser der Piraten gegeneinander kämpfen, also dass der Himmel sich aufspaltet und viel Sturmböen wehen drumherum, aber nicht, dass gleich alles kaputt geht. Das sind jetzt die Post-Credits, ne, die für die nächste Akte, die Bonbons. Wir haben dein Geständnis. Wir wissen, dass du Moana von Rosebud umgebracht hast, die ist deine. In den Knast kommst du so oder so. Die Frage ist nur, für wie lange? Also sag mir endlich, warum Moana von Rosebud sterben musste. Dies ist die Geschichte meines Untergangs. Mein erster Fehler war es, das Haus dieser Hexe zu betreten. Hätte ich nur von Anfang an die Wahrheit gewusst. Die Akte Steve. Ja, wo war ich? Oh, nimm dieses Buch, Steve. Öffne es, wenn du bereit bist, den nächsten Schritt zu tun. Speichern wir es jetzt egal. So, dann öffnet sich wieder das Hauptmenü. Wo waren wir? Ja, genau. Also die beiden kämpfen, klar. Akasha sieht vielleicht aus wie die Herrin der Zeit, vielleicht auch nicht. Ja. Ach, nicht auf die Lesezeichen. Da hinten sehen wir die auch nochmal kämpfen. Also rekapitulieren wir noch kurz, was wir hatten. Wir hatten ja den Prolog, wir hatten den tiefen Fall. Also das war doch, die Auszeit, oder? Da, wo die weggefahren sind. Wort Gottes und die Suche des Todes. Das war ja jetzt die große Story mit den beiden. Ja, coole Sache. Aber ich informiere mich kurz auch nochmal, während wir hier reden, Traumtänzer. Nö, damit wir auf einer Ebene sind. Weil dieses Universum ja so groß ist. Und ja, wie gesagt, wie letzte Folge auch. Mio als
Mio als Herrin des Todes ist cool. Das heißt, der Herr der Träume und seine Nachfolgerin offiziell sind so der Part der Welt, den wir noch nicht kennen. Aber ja, ne? Sonst denke ich eigentlich, haben wir einen guten Überblick über diese Welt. Ich meine, der Kampf gegen Sebastian wäre jetzt ja noch was Interessantes gewesen, aber hat Mio uns ja auch entnommen, dass wir da gar nicht uns drum kümmern mussten. Und ja, okay, ich habe die Seite aufgerufen. Nee, halt, wir machen das anders. Bin gleich wieder da. So, ja, genau. Schneller Cut, wieder da. Also ja, tatsächlich, Traumtänzer war ein gecanceltes Novel. Und da das von 2010, 11, und da das nicht erschienen ist, aber jetzt hier referenziert wurde, als Abschluss für die Akte, weil die Folge ja auch eigentlich schon lang genug ist. Machen wir jetzt einen ohne Kamera-Reaction. Nee, keine Reaction. Nee, wir schauen uns einfach hier den Trailer von Traumtänzer an. Aber das Video unten auch noch verlinken, sowas. Also, genau. Nein. So. So, Switchfluch oder Segen, Alternate, Senken Shamikoto. Zurück zu den Wurzeln. Also der Balken hier ist noch, weil ich vielleicht stoppen muss, um was zu lesen. Traumtänzer. Wenn wir Herrn der Träume irgendwas zusammen haben. Shizuka, 1995. Ja, voll. Voll, hey. Voll kennen ist alles. Auch wenn es gecancelt ist. Er ist zum Träumen geboren. Er wurde vom Schicksal geplagt. Doch er ist zu Besseren erkoren. Hat noch nicht ganz versagt. Ich muss gar nicht stoppen, es ist lang genug. Oh. Wer ist das denn? Ist das... Nee, das ist ein anderer. Toru Hayashi. Kenn ich nicht. Okay, er hat... Ein schwieriges Mädchen war sie und obdachlos sammelte man sie ein. Verstehen konnte man sie nie, presste sie in ein teures Leben hinein. Okay, Sayuri Hayashi. Okay, das sind alles ganz neue Tränen im Gesicht. So traf man sie, ein Mädchen, sie war taub und stumm. Lachend sah man sie fast nie, denn um Spott kam sie nicht herum. Yuki Ikeda, okay. Okay, das sind alles, also Shizuka da leben. In der Band spielte sie den Bass und die Musik im Blut, doch irgendwann brodelte da was, darum sei er auf der Hut. Okay. Sachiko Honda. Also da in Shizuka sind ganz andere Leute als die in Ishihara. Durchtrainiert, das ist sie und der Sport für sie zählt, Zeit für andere hat sie fast nie oder etwas nicht fehlt. Oder in Sapporo, also Makoto Honda. Hey, ich will die Leute sehen. Das junge Mädchen ist elegant und grazil, sie hilft auch wirklich jedem, ein Vorzeigeschülerin mit Stil. Doch was hat sie von ihrem Leben? So viel Tomomi Osawa. So viele Figuren. Oh, ich möchte das gecancelte Traumtänzerspiel spielen, was existiert. Ich kenne diese Figuren nicht, aber ich möchte sie kennenlernen. Und es gibt zumindest ein Video also die 20 Minuten von dem, was es von dem Spiel gibt. Die kann man sich angucken. Auf jeden Fall, dieses Universum ist schon sehr cool. Und vielleicht wird irgendwann auch noch A4 noch fertig. Nur da muss ich irgendwie an die Daten von meinem PC noch kommen. Aber bis dahin ist zumindest diese Akte offiziell geschlossen. Gute Nacht und guten Tag.